Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Ja, das ist zeitlich jetzt wieder etwas dünner, diese Prognose, aber bei den letzten Spieltagen wird es etwas länger, vor allem an den allerletzten. Naja, los geht's jetzt mit Köln gegen Darmstadt. Muss jetzt der erste FC Köln plötzlich auch noch um den Aufstieg bangen. 3:0 gegen Dynamo Dresden. Markus Anfangself wollte es dabei belassen, dass es nur ein Ausrutscher war, der ihn da unterlief. Jetzt die Chance in der 12. Minute durch Simon Terodde. Aber von Heuer Fernandes erstmal richtig stark pariert. Da hätten die Geißböcke das früher 1:0 sicherlich sehr gerne genommen, aber starke Parade eben vom Schlussmann der Darmstädter. Von den Lilien kam nach vorne nahezu nichts und Köln hatte das 1:0 hier auf dem Fuß. Durch Dominik Drexler aber nächste Parade von Heuer Fernandes. 35 Minuten hier von der Uhr und es war relativ erstaunlich, dass noch kein Treffer gefallen war. Die Möglichkeiten waren da, aber die Eiseskälte im Abschluss ließen sie noch vermissen. Aber nochmal eine Chance vorm Pausenpfiff. Geis mit der Flanke und Hector. Ja, hier trifft er mal den Ball nicht optimal, aber auch eher immer wieder mit dem Versuch, zu Abschlüssen zu kommen. Da waren teilweise richtig starke dabei, haben wir auch schon gesehen. Aber mit dem 0:0 ging es dann in die Pause. Zweiter Durchgang und ein ähnliches, wenn nicht gar das gleiche Bild. Dursun verlierte den Ball gegen Simon Terodde und jetzt wurde es ihm zu bunt. Hält dann selber drauf und macht sein 29. Saisontor. Was für ein Schuss. Wunderbar gemacht. Verdiente Führung für die Gastgeber. Und Hector hatte hier jetzt die Möglichkeit, alles zu entscheiden. Bleibt aber nicht cool genug. Das 1:0 eben eine sehr wackelige Angelegenheit, aber von Darmstadt nach vorne wirklich nichts zu sehen. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal der erste FC Köln. Drexler und Modest mit dem Abschluss. Aber dann war Schluss. Ein 1:0, das deutlich zu niedrig ausfällt, aber vermutlich auch an diesem Spieltag schon zum Aufstieg reichen könnte. Köln gewinnt mit 1:0 gegen den SV Darmstadt. Der FC Ingolstadt lebt noch. Unter Thomas Oral konnte man die letzten Spiele gestalten auf eine Art und Weise, wie man es lange nicht gesehen hatte bei den Schanzern. Nun der Gast aus Dynamo Dresden früh in Rückstand durch das Tor von Marcel Gauss. Hatte auch gegen Bielefeld getroffen, dort sein erstes Saisontor gemacht. Jetzt ist er wohl richtig auf den Geschmack gekommen. Und die Anfangsoffensive richtig gut der Ingolstädter und so das 2:0 durch Thomas Pledel in der 12. Spielminute bereits hochverdient. Sein drittes Saisontor. Und Dresden nach dem überragenden Auftritt gegen Köln hier etwas von der Rolle. Halbe Stunde gespielt, nächste Möglichkeit, die Flanke. Und dann ist da Kittel am zweiten Pfosten völlig frei nach dem Eckstoß und der Verlängerung. 8. Saisontor, 3:0 und das war jetzt wirklich richtig heftig. Aber Dresden schüttelte sich und wachte im zweiten Durchgang dann auf und wollte hier das Unmögliche noch möglich machen. Möschel mit der Flanke, Erich Berko mit einer klasse Partie gegen Köln. Hier setzt er den Ball zu unpräzise. Aber die nächste Möglichkeit sollte kommen. Artig zu Kreuzer legt quer und Erich Berko mit dem 3:1 in der 66. Minute. Die Jubelstürme waren etwas zaghaft, weil danach dann auch nicht mehr viel kam. Ein 3:1, das in Ordnung geht, weil Ingolstadt den ersten Durchgang klar dominierte. Dresden wachte einfach zu spät auf. Nach dem Rückschlag im Aufstiegsrennen konnte Holstein Kiel in der 48. Spielminute dann in der Gastpartie beim SV Sandhausen mit 1:0 in Führung gehen. Da war es Matthias Honsack, der die Aufstiegshoffnungen zumindest noch am Leben halten konnte. Masaya Okugawa legte in der 65. Minute das 2:0 nach, das auch zu diesem Zeitpunkt absolut verdient war. War stark über die rechte Seite rausgespielt, Schuhen komplett ohne Chance. Kurz vor dem Ende wurde es aber nochmal spannend, weil der Top-Torjäger vom SV Sandhausen, Andrew Wooten, das 1:2 einköpfen konnte, eine Minute vor dem Spielende. Mehr passiert aber nicht. Kiel gewinnt mit 2:1 und hält damit minimal Chancen auf den Aufstieg am Leben.
Es läuft weiterhin nicht beim FC St. Pauli. Nach dem katastrophalen 3:0 in Heidenheim mussten sie hier in der 8. Spielminute bereits das Freistoßtor von Andreas Geipel hinnehmen. Wunderbarer Treffer oben rechts rein. Nicht zu halten für Robin Himmelmann. Immerhin konnten sie ausgleichen. Relativ schnell sogar. Nur 3 Minuten später das 1:1 durch Christopher Buchtmann in der 11. Spielminute. Nach furiosem und torreichen Anfang kam nicht mehr viel am Ende hier am Millerntor. St. Pauli und Regensburg trennen sich schiedlich-friedlich mit 1:1. Magdeburg ging mit 0:1 im Rückstand durch Fabian Reese in der 31. Spielminute und Magdeburg muss wirklich aufpassen, dass sie in Ingolstadt davon hinten nicht zu dicht auf die Pelle rückt. Und Reese konnte sogar einen Doppelpack erzielen. 53. Minute, starker Konter der Greuther Fürther. Und da mussten die Magdeburger jetzt knabbern dran und konnten aber in der 60. Minute immerhin den Anschlusstreffer erzielen. Felix Lohkemper mit dem 1:2. Sascha Burchardt auf dem falschen Fuß erwischt. Der war mit der Laufrichtung beschäftigt. Und dann kam auch noch der Ausgleich durch Björn Rother in der 81. Spielminute. Auch verdient, weil Magdeburg hier nicht die schlechtere Mannschaft war. Sie konnten aber nicht mehr den Siegtreffer erzielen und eventuell ist dieses 2:2 punktetechnisch auch zu wenig. Wie der Aufstiegskampf in dieser Saison nach dem 1. FC Köln verläuft, ist wirklich allerhand. Union Berlin, der HSV Paderborn, das ist ein Schneckenrennen à la Bonheur. Heute das Topspiel. Mit einem Sieg könnte Union am HSV vorbeiziehen. Die erste Möglichkeit gehörte nach 10 Minuten dann auch den Eisernen. Joshua Mees hätte das Ding hier schon machen können, erzielte den einzigen Treffer beim 1:1 zuletzt gegen Greuther Fürth. Nun der HSV nach einer Viertelstunde auch mal wieder nach vorne, konnte mit dem 1:1 gegen Aue auch alles andere als zufrieden sein. Khaled Naray mit der Flanke und Jatta, der Kopfball vom Pfosten prallt da rein. 18. Spielminute, der HSV eiskalt. Und die Gastgeber komplett bedient. Unglaublich. Aber wahr. Der erste Torschuss war dann gleich drin. Gikiewicz kann sich noch strecken, aber ran kommt er da unter keinen Umständen. 1:0 also für den HSV. Keine halbe Stunde gespielt. Nun wurde die Gastmannschaft noch stärker. Die Flanke jetzt da und dann Özkan muss es hier natürlich machen. Szene noch nicht geklärt. Mangala aus der zweiten Reihe. Friedrich, Mangala macht es nochmal heiß. Hand, Özkan, Mangala. Dann haben sie es irgendwie ein bisschen verschleppt, dieses Tempo. Das hätte schon das 2:0 sein können. Vor der Pause dann aber nochmal ein Eckstoß. Özkan eigentlich dazwischen. Katastrophal. Lasogan, Naray legt zurück und Aaron Hunt macht das 2:0. Union Berlin hätte das hier lange schon klären können. Den Ball aus der Gefahrenzone bringen, aber irgendwie brachten sie es nicht zustande. Und so ging es dann mit 0:2 in die Halbzeit. Union Berlin mit dem deutlich besseren Start. Jetzt hatten sie für die zweiten 45 Minuten aber eine riesige Aufgabe vor sich. Verteidigen, das kann der HSV unter Hannes Wolf eigentlich ziemlich gut. Aber der zweite Durchgang jetzt gleich mit einem Ausrufezeichen. Pollersbeck zwar mit der Parade und die Abseitsstellung, trotzdem Union Berlin wollte zeigen, es geht jetzt nach vorne. Polter legt den Ball auf und dann ist es eben ein knapper Meter Abseits, der hier den Eisernen einen Strich durch die Rechnung macht. Aber der HSV jetzt erstmal auf die Defensive spezialisiert und nun kamen wirklich viele Möglichkeiten auf. Suleiman Abdullahi in die Arme von Julian Pollersbeck. Über eine Stunde schon gespielt. Der Anschlusstreffer müsste irgendwann her, wieder Abdullahi. Aber der Treffer sollte einfach nicht fallen. Es war zum Verzweifeln von den Gästen wirklich im zweiten Durchgang nach vorne. Nur noch wenige Nadelstiche, Torchancen, eigentlich absolute Mangelware. Jetzt nochmal die letzte Szene. Doppelt verschätzen sich da die Hamburger. Lacroix springt unterm Ball durch. Und Gotoku Sakai verliert den Zweikampf mit Ken Reichel. Nochmal der Anschlusstreffer für Union Berlin. Der kam aber in dieser Minute zu spät. Der HSV brachte den 2:1 Sieg knapp über die Runden. Kann damit den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Aber das war wirklich eine ganz enge Kiste am Ende dieser Partie.
Aue ging mit 0:1 in Rückstand durch Milos Pantovic in der 5. Spielminute, der da den Kopfball ganz frech setzt, kommt da irgendwie dran, darf natürlich auch aus Sicht der Lila Veilchen nicht passieren. Mendel ist dann etwas überrascht, kriegt die Arme zwar noch hochgerissen, ist auch noch dran, aber den Ball bekommt er nicht mehr raus. Und das entscheidende 2:0 bereits in der 26. Minute durch Lukas Hinterseher, der hier eiskalt bleibt vor Mendel. Danach passierte nicht mehr viel, Bochum verwaltete, Aue fiel nichts ein und so dieses 0:2 am Ende des Tages absolut gerechtfertigt. Das Spitzenspiel in der Benteler Arena zwischen Paderborn und dem 1. FC Heidenheim. Ja, für Paderborn ist der direkte Aufstieg mittlerweile schon nicht mehr eine Sache der Unmöglichkeit. Dazu müssten sie hier aber gewinnen und dann die restlichen Spiele bestenfalls auch erfolgreich gestalten. Ganz wenig fehlt hier vom Schuss von Griesbeck, der noch den Haken dran kriegt gegen Babacar Gaye. 31. Minute dann die Chance, ebenfalls zur Führung. Clement mit seiner Qualität muss er den eigentlich machen. Paderborn ging sehr schludrig mit den Chancen um im ersten Durchgang. Kennt man eigentlich anders. In der Regel sind die ja brandgefährlich. Das waren sie auch, konnten aber nicht erfolgreich sein. Dann ein Nadelstich in der 38. Minute durch Nikola Dovedan, der es hier mit dem Risikoschuss versucht, setzt den Ball dann aber recht deutlich mit einem Meter über die Latte. Vor der Pause dann aber schlugen sie zu, eiskalt. Robert Glatzel, 45. sein 13. Saisontor. Der Österreicher bleibt da vor Zingerle ganz cool. Und Paderborn wusste nicht so richtig, wie ihn geschieht. Das war etwas schmeichelhaft für die Gäste, die jetzt im zweiten Durchgang aber besser wurden. Hatten ja den FC St. Pauli absolut dominiert. Andrich mit der Riesenchance in der 53. bereits alles klar zu machen gegen Paderborner, die tatsächlich aufgrund der Ausgangslage etwas nervös wirkten. Sie riskierten mehr und waren in der Defensive dann etwas anfällig. Robert Glatzel konnte nach Vorlage von Schnatterer dann in der 80. alles klar machen. Doppelpack des Mittelstürmers. Und er zeigt wieder, warum einige Bundesligisten an ihm dran sind. Paderborn verliert dieses wichtige Spiel mit 0:2. Dennoch sind sie weiterhin dabei im Aufstiegsrennen. Eine wichtige Partie für Duisburg. Der Dreier muss hier eigentlich her, weil die Konkurrenz im Abstiegskampf auch punktet. Gegen Bielefeld war es aber nicht unbedingt einfacher. Die mussten aber gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Schanzer zuletzt eine Pleite hinnehmen. Hier hatten sie eine Riesenchance oder eine Dreifachchance sogar. Kopfball von Klos, Vogelsammer dann erst gegen Wiedwald und dann gegen den Pfosten. Glück für Duisburg, hier noch nicht den Treffer kassiert zu haben. Nun vor der Pause auch mal etwas harmlose Meidericher und sie waren richtig nervös. 44. Minute, Oliveira Sousa, aber kein Problem für Ortega Moreno. Im zweiten Durchgang war es dann etwas besser. Erstmal von den Zebras Nielsen. Da fehlt ganz wenig zum Führungstreffer für den MSV. Es geht erstmal um die Punkte und nicht um das Wie. Keine halbe Stunde mehr zu spielen. Auch Bielefeld möchte sich vernünftig aus der Saison verabschieden, ist klar. Aber ganz so viel wie bei Duisburg steht eben nicht auf dem Spiel. 64. Minute, Fabian Klos fast mit dem 1:0 und das hätte den Duisburgern richtig wehgetan. Nun aber die Amin am Ende deutlich besser und näher dran am 1:0. Klos mit der Flanke und was macht Vogelsammer da? Der spielt so eine starke Saison, aber konnte den Ball nicht über die Linie drücken. Ein 0:0 am Ende, das beiden nicht hilft. Bielefeld wird damit irgendwie leben können. Für Duisburg ist es vielleicht zu wenig. Groß Asbach konnte zunächst in Führung gehen durch Makana Baku in der 23. Spielminute. Ein starker Kopfball, Kai Eisele, einer der besten der dritten Liga, verschätzt sich hier, will rauskommen, aber steht dann eben falsch postiert und ganz langsam senkt er sich dann hinter ihm rein und Groß Asbach konnte den Aufstiegsaspiranten aus Halle erstmal hier richtig die Partystimmung versauen. Kai Brünker legte nämlich in der 33. Spielminute noch nach zum 2:0.
Und das sah jetzt erstmal ziemlich düster aus für die Hallenser, aber das ist eben auch eine Spitzenmannschaft in dieser Saison. Und so kamen sie dann mit voller Wucht in den zweiten Durchgang. Bis zum 2:1 dauerte es dann aber wieder eine Weile. 77. Minute und dann musste auch sinnbildlich noch ein Eigentor von Patrick Korobay herhalten zum Anschlusstreffer. Sie kämpften bis zum Ende, die Hallenser, und belohnten sich dann in der 93. Minute, weil Groß Asbach den Ball nicht geklärt bekommt. Sebastian May drückt den Ball zum 2:2 über die Linie. Ganz wichtiger und hochverdienter Punkt für die Gäste. 1860 München möchte sich jetzt hier noch positiv aus der Saison verabschieden. Zuletzt beim 3:0 gegen Halle waren sie absolut machtlos. Jetzt kam der KSC hier in die Grünwalder Straße und hatte dann von Anfang an hier das Zepter in der Hand. Vierte Spielminute, sehr gute Möglichkeit. Hiller ist aber da, der Schuss etwas zu zentral platziert. Nun auch mal die Gastgeber, bis dato völlig harmlos. Dann kommt der Schuss von Lex aus knapp 16 Metern. Und Opoff muss sich mal beweisen. Der KSC weiß ja von hinten drücken, Halle und vor allem auch wen Wiesbaden. Dieses Zweiergespann darf man nicht unterschätzen und deswegen sollte hier bestenfalls auch der Dreier her. Nun kann aber nochmal der Münchner Löwe zum Abschluss in Person von Böhnlein. 32. Spielminute, aber der Führungstreffer sollte jetzt noch nicht her. Der KSC sollte im zweiten Durchgang dann wieder mehr machen und das taten sie dann auch. Lorenz mit der Flanke, das ist Tiede mit dem Ball zu Stiefler und Hiller kann wieder parieren. Ganz wichtige Szene. Die frühe Führung im zweiten Durchgang wäre psychologisch extrem wertvoll gewesen für den KSC, aber sie war eben nicht gegeben. Nun nochmal die Löwenstunde gespielt und dann die Riesenmöglichkeit. Sascha Mölders nach Gelbsperre wieder dabei. Und diese Pause hat ihm scheinbar nicht gut getan. Was für eine Chance, der muss natürlich sitzen. Wir sind schon in der Schlussphase, in der absoluten. Und nochmal der KSC, der Lucky Punch sollte her. Aber Hela machte ihn da ein. Dicken Strich durch die Rechnung. Am Ende wäre es auch nicht verdient gewesen. Ein 0:0, das irgendwie beiden Teams nicht so richtig schmecken kann. Es ist aber irgendwie auch verdient gewesen. Keine Mannschaft war groß besser als die andere. Und so geht es hier eben mit diesem torlosen 0:0 verdient zu Ende. Hier konnte das spielentscheidende Tor schon in der 5. Minute erzielt werden. Ugusan Kefir konnte mit dem rechten Fuß das Leder an Bernhard vorbeibringen. Ahlen damit wohl auch rechnerisch abgestiegen. Gegen Uerdingen verlieren sie mit 0:1. Nach dem Aufstieg am letzten Wochenende gegen Ahlen wollte sich Osnabrück auch hier nochmal in Cottbus mit einem Sieg belohnen. Gegen abstiegsbedrohte Gastgeber spielten sie sehr geduldig und konnten durch Marc Haider in der 61. Minute das entscheidende 0:1 erzielen. Der FC Hansa Rostock gewann mit 2:0 auf dem Betzenberg und wollte jetzt Lotte auch nochmal im Abstiegskampf ärgern. Hier in dem Ostseestadion, das sehr gut besucht war, bei bestem Wetter auch die Kogge mit dem besseren Beginn. Das ist Wannenwetsch, der in der 37. Minute hier die Riesenchance hat und spätestens weiß, als der Ball seinen Fuß verließ, dass er den normalerweise machen muss. Nun auch mal die Gäste, die hier sichtlich angeschlagen waren. Putze zu Jovic. Endlich mal ein Abschluss. Gelios kann den Ball aber parieren. Das 0:3 gegen Cottbus aus Lotter Sicht wirklich extrem schmerzhaft. Im zweiten Durchgang wurde es jetzt etwas besser. Österhellwig mit dem Freistoß. Klasse Parade von Johannes Gelios. Lenkt den Ball noch gerade so aus dem Winkel. Rostock brauchte lange, kam dann aber doch zum 1:0. 80. Minute, Pascal Breyer mit seinem 8. Saisontor hält den Schädel hin und macht den Treffer. Es gab in der Nachspielzeit dann noch einen Elfmeter, unglücklich verursacht, relativ stumpfe, aber deutliche Sache. Breyer mit dem Doppelpack machte alles klar und danach war dann auch Schluss. Doppelpack eben
vom Stürmer. Der wuchtet den Ball in die Mitte. Rostock gewinnt mit 2:0 gegen Sportfreunde Lotte. Und da wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Die Würzburger Kickers gingen hier in der 45. Minute gegen Fortuna Köln mit 0:1 in Rückstand, weil der Ball nicht richtig geklärt wird und Christopher Andersen diesen Hoppelball dann ziemlich gut trifft. Patrick Breitkreuz konnte in der 74. Minute dann aber abstauben zum 1:1 Ausgleich treffen. Und Würzburg möchte sich ja jetzt noch einigermaßen positiv aus dieser Saison verabschieden. Und so konnten sie dann in der 80. Minute auch das 2:1 erzielen. Doppelpack Patrick Breitkreuz. Am Ende des Tages ist dieser Erfolg absolut verdient und Fortuna Köln wird die Luft dadurch im Abstiegskampf noch etwas dünner. Wie eng der Abstiegskampf ist, kann der FSV Zwickau einmal bestätigen. Nach ihrem Sieg standen sie auf dem 6. Tabellenrang in der 3. Liga, müssen aber immer noch aufpassen, nicht abzusteigen. Das ist einfach in dieser Spielklasse kurios, extrem ausgeglichen. Die erste Möglichkeit, die dann wirklich zustande kam, bekam dann aber die Meppner zu Gesicht. Und zwar nach Brinkis Faustabwehr von Piosek aus der ja fast 3. Reihe. Netter Schuss, aber Brinkis passt auf und hält den Ball fest. Vorm Seitenwechsel aber nochmal die Gastgeber. Tankulic mit der Flanke und Vidovic nach einem Eckball vorne geblieben. Mit dem Kopf. Steht da eigentlich gut in der Luft, trifft ihn dann aber eher suboptimal und so ging es 0:0 in die Pause. Der FSV Zwickau jetzt etwas besser eingestellt. Lauberbach auf Reinhardt und Reinhardt testet dann Domaschke, der reißt die Arme hoch. Der Nachkopfball von Mjatke ist dann zu schwach, aber Zwickau jetzt deutlich Form verbessert. Es wurde eine offenere Partie. Das ist Wachsmuth mit dem Fehler, Nick Proschwitz setzt nach und erkämpft den Ball. Kremer legt nochmal raus zu Proschwitz und dann ist der Kopfball von Tankulic da, aber in die Arme von Brinkis, das war nicht wirklich gefährlich. Nochmal eine Möglichkeit für die Gäste, kurz vor dem Ende, der Lucky Punch, sollte er kommen. Reinhardt legt nochmal raus, Nils Mjatke trifft nur das Außennetz in der 90. Spielminute. Wäre auch des Guten zu viel gewesen. Am Ende wird es vermutlich trotzdem für die Zwickauer reichen zum Klassenerhalt. Meppen muss am besten aber nochmal den ein oder anderen Punkt am Ende einfahren. Das Tor des Tages in dieser Partie erzielte Stefan Schimmer in der 24. Spielminute. Der FC Carl Zeiss Jena nach einer richtig starken Serie musste sich jetzt mal wieder geschlagen geben. Trotzdem, es sind noch 3 Spieltage und da haben sie die Möglichkeit, sich aus dem Sumpf des Abstiegs zu befreien. Starkes Auftreten der Braunschweiger in Uerdingen zuletzt, beziehungsweise in Duisburg beim KFC Uerdingen. Gegen Preußen Münster kam jetzt aber ein relativ schwieriger Konkurrent, beziehungsweise Kontrahent, Konkurrenz im Abstiegskampf. Ist Münster nicht mehr. Die spielen eine sehr stabile und gute Saison. Jetzt auch mal die Braunschweiger nach vorne. 22. Minute. Philipp Hofmann versucht es da mit seinem linken Fuß, aber richtig brenzlig wurde es hier zu selten. Halbe Stunde gespielt, nun wieder die Preußen. Und Klingenburg testet Jasmin Felsic. Eines der wenigen Highlights wirklich an diesem Nachmittag. Trotzdem wichtig auch für Felsic, dass er sich auszeichnen kann. Wenn die Null erstmal steht, ist die halbe Miete getan. Nun wollte Braunschweig den Führungstreffer erzielen. Geduldig spielten sie hier nach vorne, Chancen kamen eben kaum dabei herum und dann Beermal, der das 2:0 auf starke Art und Weise gegen Uerdingen erzielen konnte. Hier in der 56. war er aber noch nicht erfolgreich. Schulze Nihus ist im kurzen Eck und wuchtet das Ding raus. Der anschließende Eckstoß von Putaro, gefährlich reingebracht und wieder Schulze Nihus, der hier die Führung für Braunschweig verhindert. Doch es blieb bis zum Ende spannend. Nochmal Braunschweig, Kittner drischt den Ball raus, aber der kommt postwendend zurück über Janzner, Fitzer und dann Fürstner mit der Riesenmöglichkeit, 86. Minute, er hat den Siegtreffer auf dem Fuß, kriegt ihn aber nicht
an Schulz-Sinihus vorbei. So bleibt es beim 0:0 für Münster am Ende etwas glücklich. Braunschweig wird nicht richtig zufrieden damit sein, aber trotzdem auch ein Punkt kann im Abstiegskampf am Ende Gold wert sein. War eine turbulente Partie am Montagabend zwischen Wien und Kaiserslautern. Da machte Christian Kühlwetter in der 12. Spielminute per Kopf den Führungstreffer für die Roten Teufel, die zuletzt dreimal zu Hause verloren. Auswärts fühlen sie sich da etwas wohler, wobei es auch da in dieser Saison alles andere als rund lief. Mats Ahlbeck in der 41. Spielminute dann sogar mit dem 2:0. Kolke ohne eine Möglichkeit, den Ball abzuwehren. Aber Wien Wiesbaden gab sich nicht auf. Klar, die müssen gewinnen, um im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben. So konnte in der 45. Minute, also noch vor dem Pausenpfiff, Simon Brandstetter zum 1:2 anschließen. Da sieht Grill im kurzen Eck nicht so richtig glücklich aus. Kraus konnte auch nicht mehr mitkommen. Dann kurz nach Wiederanpfiff Niklas Schipnowski mit dem 2:2. Wunderbarer Schlenzer in der 48. Spielminute. Macht er richtig gut mit seinem linken Fuß. Da war dann diesmal für Grill nichts mehr zu halten. Aber Kaiserslautern hatte nochmal die passende Antwort parat. Christian Kühlwetter erzielte sein Doppelpack 3:2 in der 54. Minute. Das war dann auch das Ende. Eine unterhaltsame und torreiche Partie endet am Montagabend mit 2:3. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.